Willkommen hier auf der World of Trading Messe 2019 zusammen mit Tikmil. Das dritte Jahr in Folge sind wir hier und ja, ich arbeite als Händler, trade mein eigenes Portfolio und mache jeden Morgen für Tikmil meine Marktanalyse im Bereich des Forex-Tradings. Da haben wir immer sehr, sehr schöne Trading-Ideen, Handelsideen, die wir jeden Morgen dort präsentieren, ab 8.30 Uhr live auf der Facebook-Seite von Tikmil und über GoToWebinar. Und ich habe mir gedacht, wir bekommen auch Anfragen, wie man zu sowas kommt. Und ich mache heute einfach mal die Tür auf. Wir schauen einfach mal gemeinsam hinter die Kulissen vom Trading, von der Entstehung unserer Handelsideen, die wir sozusagen jeden Morgen hier zeigen, die ich aus dem Potpourri von Tikmil heraussuche. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir legen los. Wie schon gesagt, mein Name ist Mike Seidel. Ich handle mein eigenes Vermögen, mein privates Vermögen und sehr, sehr gerne auch im Bereich der Währungen. Und bei den Währungen ist es halt, dass bei Tikmil wir hier einen Broker an die Hand haben, der sich wirklich sagt, und das kann ich aus eigenen Erfahrungen widerlaufen, hier steht es geschrieben, we want traders to succeed. Das heißt, Tikmil möchte erfolgreiche Trader haben und das ist das, was mir persönlich auch wichtig ist, dass das, was Sie jeden Morgen sehen, nachhaltige Analysen sind, aus denen Sie heraus ganz normal Ihre eigenen Trades machen können. Wir schauen jetzt einfach mal, wie geht es weiter? Was ist denn die Tatsache, die wir als Trader auch gut brauchen? Wir Trader brauchen ja gerade auch im Forex-Bereich, wir brauchen einige Dinge für unseren Erfolg. Unter anderem brauchen wir einen Broker, der kompetitiv, also wettbewerbsfähig ist. Und da arbeite ich sehr, sehr gerne mit Tikmil zusammen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf alle Fälle eine tragfähige Ausbildung, weil im Trading ist es wie in jedem anderen Beruf auch. Ohne dass man weiß, was man tut, wird man niemals zu einem nachhaltig erfolgreichen, professionellen Ergebnis kommen. Das heißt, wir brauchen entsprechend auch das Wissen, wie man tradet, die eigenen Handelssignale herauszusuchen und die Märkte richtig einzuschätzen. Und als nächsten Punkt brauchen wir natürlich auch eine optimale Handelsplattform. Das heißt, jeder Trader, der tickt ein bisschen anders, jeder Trader hat ein bisschen anderen Umgang mit den Märkten, mit der Technik, die er zum Traden braucht. Und da ist es halt wichtig, dass die Technik auch im Einklang mit dem Trader agiert. Das heißt, dass wir hier eine Software zur Arbeit haben, mit der man als Trader gut arbeiten kann. Und der MetaTrader an sich, den wir hier bei Tikmil haben, zusammen mit dem Add-on oder mit dem Stereo-Trader, der Dirk Hilke wird mir jetzt widersprechen, wenn ich davon Add-on sage, also hier den Stereo-Trader bei Tikmil dazu zu nutzen, das Ganze im Trading entsprechend auch umzusetzen. Und wenn das alles passt, brauchen wir natürlich auch ganz normal die passenden Handelsgelegenheiten. Das heißt, wir brauchen die Charts, wir brauchen die tickenden Märkte, um dann unsere Trades auch absetzen zu können. Das vorausgesagt oder vorhergesagt, möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, ich persönlich screene die Märkte und die Ergebnisse des Marktscreens, der interessanten Handelsideen, die ich jeden Tag, also zumindest börsentäglich gebe, das Ganze haben wir dann im Blog bei Tikmil. Das können Sie sehr schön nutzen für Ihre eigene Handelsvorbereitung im Trading und das Ganze dann für Ihre eigenen Setups auch zu nutzen. Das bringe ich dann, nachdem ich es rausgesucht habe, nachdem ich die Chartanalysen für Sie gemacht habe. Das sind immerhin gute 82 Instrumente, die ich da für Sie jeden Morgen auf der Uhr habe und nach lukrativen Handelsgelegenheiten scanne. Das Ganze dann im Blog von Tikmil. Das heißt, das steht zuerst in Schriftform und dann um 8.30 Uhr, also noch vor Eröffnung der offiziellen Handelszeit hier bei uns in Deutschland, 9 Uhr geht ja der deutsche Handel offiziell los, London kommt dann 10 Uhr hinterher, haben wir hier unsere Live-Besprechung, wo ich einfach auf die Charts reingehe oder eingehe, auf die Handelsideen. Wir schauen uns das Ganze auch gleich nochmal an und dann besprechen wir das Ganze. Und Sie bekommen dann als Zuschauer das Ganze kostenfrei und immer auch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Und Sie haben auch immer die Chance, eigene Wunschmärkte hier mit screenen zu lassen, dass wir uns einfach mal auch aus professioneller Sicht her austauschen über das, was an den Märkten gerade funktioniert und was passiert. Und das machen wir dann entsprechend in den Live-Besprechungen der Handelsideen auf Facebook und das Ganze natürlich auch auf GoToWebinar. Und wenn das Ganze dann fertig ist, gibt es das natürlich auch immer als Aufzeichnung der Trading-Ideen für den Handelstag. Entsprechend das Ganze natürlich auf Facebook immer da. Und dann gibt es auch einen Tikmil-YouTube-Kanal, wo jeder auch reinschauen kann, wo jeder draufschauen kann und sich die eigenen Handelsideen bzw. die präsentierten Handelsideen vom eigenen Handelstag einfach einmal anschauen kann.
und dann nochmal nachschauen und sagen, okay, was ist denn dort, was läuft dort gerade ab, was erzählt der Mike Seidel dort gerade, passt das zu mir, wo kann ich denn meine eigenen Handelsideen suchen, weil was ich hier auch, wo ich einen ganz, ganz großen Fokus darauf lege, ist die Tatsache, dass das, was ich zeige, für viele verschiedene Menschen tradebar ist. Wir haben ja verschiedene Handelsansätze, wir haben Menschen, die möchten im Intraday-Trading-Bereich arbeiten, die möchten skalpen, wir haben aber auch berufstätige Händler, die sozusagen in den größeren Zeitebenen traden möchten, Stunde, Tag, manche sogar in die Woche hinein, und die brauchen natürlich auch Lösungsansätze, Handelsansätze. Nehmen Sie ruhig Platz, wenn Sie wollen. Ich stelle gerade so ein bisschen vor, wie die Handelsideen bei Tickmill raufkommen, weil wir machen bei Tickmill ja natürlich im FX-Trading das Brokerage, und ich persönlich bin Händler, persönlicher Händler, und zeige sozusagen im Forex-Bereich jeden Morgen, macht 30 live auf Tickmill, aktuelle Trading-Ideen, wo die Leute, die zuschauen können, dann sozusagen mit den Markt analysieren und ihre eigenen Handelsideen umsetzen kann. Ne? Und das, was ich hier gerade zeige, ist einfach der Weg dahin, mal die Tür zu öffnen, hinter die Kulissen zu schauen, wie ich dazu komme. Und das ist gerade auch aus edukativer Sicht vielleicht relativ interessant, das mal zu sehen. Also stehen geblieben bin ich da, was ich gesagt habe, wir haben die Aufzeichnung, jeder kann die im Nachgang nochmal nachschauen, weil ich weiß halt auch, die Trader, die vor den Monitoren sitzen, sind häufig berufstätige Händler, die können nicht immer gleich um 8.30 Uhr zuschauen, deswegen gibt es die Aufzeichnung, und die Handelsideen sind halt auch ganz klar so ausgestellt, dass die nicht nur jetzt im 5-Minuten-Chart funktionieren, sondern dass die auch auf den großen Zeiteigenen funktionieren, dass man schöne, lange Bewegungen mitnehmen kann, die man auch als Berufstätiger mit umsetzen kann. Also das ist das, was mir als Händler auch persönlich am Herzen liegt. Und dann, ja, wenn die Aufzeichnung sozusagen da ist, dann ist sozusagen der Weg zu den Handelsideen gegeben. Und jetzt gucken wir einfach mal schauen, dass wir sagen, was passiert denn im Hintergrund? Wie komme ich zu den Handelsideen? Und was ich hier mache, ist mein eigener Handelsansatz. Ich gucke mir die Handelsinstrumente, das sind über 80 Stück bei Tickmill, die gucke ich mir jeden Tag an und schaue einfach in der Regel auf dem Tageschart, manchmal auch im Wochenchart, Momente heraus, wo einfach Bewegung passieren kann. Und wenn Bewegung kommt, kann man die ja im ganz kurzfristigen Bereich traden, und die kann aber auch eins normal im Swing-Bereich getradet werden. Weil wenn Bewegung kommt, dann kommt die, und derjenige, der nur kurz will, der tradet halt nur einen kurzen, im 5-Minuten-Chart, im 3-Minuten-Chart, wie auch immer. Und derjenige, der aber sagt, ich möchte das Ganze als Swing, zum Beispiel eine Bewegung aus dem Trend in den Tag reinhandeln, dann habe ich einfach den Ansatz auch geliefert und die Bewegung kommt. Und nur weil der Intraday-Trader aufhört, heißt das ja nicht, dass die Bewegung vorbei ist. Und das ist halt auch der Ansatz, den ich jeden Morgen dort bringe, dass jeder etwas davon entsprechend haben kann. Also das sieht dann sozusagen aus, wer sich das Ganze auch mal anschauen möchte, einfach mal auf der Website von Tickmill nachschauen. Es ist wirklich ein Broker, der ist sehr kompetitiv, hat sehr enge Spreads, sehr, sehr gute Preise, wer da mal einen Preisvergleich machen will, und er hat halt sehr viele Handelsinstrumente. Ne? Wir sehen es, wir können im Forex-Bereich arbeiten, weltweit sehr, sehr viele Währungen, Aktienindizes und Öl, wir haben Edelmetalle, und wir haben sogar den Bereich der Anleihen, weil auch Anleihen bieten interessante Möglichkeiten, aus guten Bewegungen rauszutraden. Das haben wir heute Morgen in den Handelsideen auch gesehen. Da habe ich den FGBL mal analysiert und dort gezeigt, wo wir gerade sind. Und da habe ich zum Beispiel in die Woche reingeschaut, dass dort jetzt was dagegen kommen kann als Gegenschub, beziehungsweise sich möglicherweise der Trend nach unten weiter fortsetzen kann. Das sind alles Dinge, die können wir aus den Charts raussuchen, und darauf gehe ich wirklich ein. Was dann als nächstes kommt, ist sozusagen die Instrumente, und dort schaue ich dann einfach drauf, wie sind die Trends, warum gucke ich auf Trends. Man muss einfach im Trading wissen, die Märkte funktionieren in der Regel immer in Trends, immer. Je nachdem, wie der Markt ausschaut, aber es gibt irgendwo immer entweder steigende Hochs und steigende Tiefs oder fallende Hochs und fallende Tiefs. Das sind Trends, und dann sehen wir halt, was die Händler gerade wollen. Wir können das genau lesen, ob die dazu bereit sind, eher steigende Kurse zu kaufen, dann schließen wir uns dem an, oder ob wir eher fallende Märkte sehen. Und für Sie als private Trader ist es halt die intelligenteste Idee, mit dem aktuellen Trend zu traden, ja? Und wenn der Trend, den wir zum Beispiel in der Stunde sehen, gerade abwärts gerichtet ist und der Tag aber noch im Aufwärtstrend sich befindet und wir stehen aber gerade am Ende der Aufwärtsbewegung, dann könnte das auch eine kluge Idee sein, zu sagen, okay, wir sind hier sehr weit gelaufen, es könnte doch eine tiefe Korrektur kommen, und wir sind gerade am Anfang des Ganzen. Ne? Das habe ich neulich auch im Euro-US-Dollar hier direkt besprochen. Da waren wir im Aufwärtsschub, aber die Korrektur hat angefangen. Und jetzt trägt es uns halt nach unten, und mittlerweile haben wir einen Abwärtstrend. Das sind ja Sachen, die kann man gut reinbeziehen. Und das ist genau der Punkt, auf das ich schaue. Da gucke ich auf die Trends, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Markt gerade an dieser Stelle funktioniert. Und wenn wir in Trends sind, viele Leute schauen auf
Ichimoku-Charts, die schauen auf, sag ich mal, irgendwelche Umkehrmuster, Tageshoch-, Tagestieflinien. Ich habe hier ein bisschen anderen Ansatz. Ich gucke mir einfach an, wie Korrekturmuster funktionieren. Das heißt, wenn wir Trendverläufe haben, bilden sich sehr, sehr häufig auch Korrekturmuster. Wimpel, Flaggen, Kanäle, solche Sachen, wo wir einfach lesen können, was macht denn der Markt gerade? Worauf bereitet er sich vor? Auf einen Ausbruch nach oben oder einen Ausbruch nach unten? Und das sind die Dinge, die beziehe ich in diese Analysen auch mit ein, weil ich möchte im Trading auch die Großen, die den Markt bewegen, auch mit sozusagen bedienen. Nicht nur die Algos, die möglicherweise irgendwo mal intakt kommen, sondern gerade für den Swing Trader sind solche Sachen viel, viel wichtiger. Weil wenn der Algo mal im 10 Minuten oder 5 Minuten Chart irgendwann fertig ist, dann ist er fertig. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir hier im Tagestrend zum Beispiel schon fertig sind. Da kann man ganz andere Sachen traden. Und das Ganze noch ausgebaut auf sogenannte Unterstützungen und Widerstände, das sind dann die Bereiche in den Charts, wo wir einfach merken, da kommt der Markt nicht rüber, da prallt er immer wieder ab. Oder da will der Markt nicht runter, da kommt er immer wieder hoch. Und das sind sehr häufig prädestinierte Punkte, wo wir Gegenbewegung bekommen. Entweder wieder in Richtung vom Trend, wenn wir am Widerstand sind, ja, oder aber es kommt einfach zu so einem Bounce nach oben hin, wie wir das beispielsweise im Öl auch vor ein paar Wochen gesehen haben. Das sind immer interessante Marker. Und wenn ich das sehe und wir dort Umkehrmuster sehen, dann sehen wir die Trends wieder in die Gegenrichtung laufen. Und das sind dann sehr, sehr interessante Punkte für den Einstieg. Und diese Sachen fließen dann sozusagen rein in die Tagesanalysen und das sind dann im Ergebnis, habe ich hier aus den 80 Instrumenten drei Situationen rausgesucht, wo wir wirklich mit guter Wahrscheinlichkeit Action bekommen können und jeder Händler sozusagen seine eigene Handelsstrategie draufbringen kann. Das heißt, ich setze mich nicht hin und sage, dort müssen Sie kaufen oder dort müssen Sie verkaufen, sondern ich sage, da und da kommt Bewegung rein, bitte packen Sie Ihren eigenen Handelssetup drauf. Das ist wichtig, ja, an dieser Stelle. Und wenn wir das dann haben, dann teile ich das Ganze auf Facebook, hier die Seite Tickmill Deutsch. Da haben wir es, ein Beispiel für das Währungspaar britischer Pfund, US-Dollar beispielsweise. Hier einfach mal gezeigt, wie das Ganze dann ausschaut, die Teilung und dann geht das Ganze los. Was kommt als nächstes? Bevor ich dann auch live auf Sendung gehe, ist natürlich eins noch wichtig. Wenn ich Analysen mache, das fließt natürlich auch immer mit ein. Ich gucke nicht nur auf die Situation der Charts, sondern ich gucke immer auch, für den laufenden Handelstag, was kann denn an Nachrichten jetzt kommen, die die Märkte durchaus deutlich bewegen können? Ja, das heißt, selbst wenn die Technik mir jetzt nach Kauf- oder Verkaufssignal gibt und ich weiß aber genau, heute kommt eine Notenbanksitzung, wo Powell spricht, ja, oder eine EZB-Banksitzung, wo vielleicht bald Frau Lagarde spricht, da weiß ich genau, da können Sachen passieren, die sind einfach für mich so schlecht greifbar, weil wir unheimlich starke Volatilitäten bekommen, dass ich da sage, ich warte erstmal ab, was die Nachrichten machen. Das heißt, ich habe da auch eine Regel. Erst die Nachricht, dann der Markt, dann ich, weil ich habe keine Lust auf irgendwelche Spekulationen. Ja, im Casino machen das viele Leute, das ist nicht mein Stil, sondern ich handle sozusagen dann die Bewegung des Marktes. Die kommt, sobald die Nachricht raus ist. Das ist dann der Ansatz. Und deswegen gucke ich immer auf die Tagesnachrichten, um zu wissen, was ist denn heute los oder was kommt auch im Laufe der Woche auf uns zu. Und dann heißt es für mich und auch für alle, die zuschauen, geduldig sein und dem Markt nichts vorwegnehmen. Das heißt hier, die Nachrichten zeigen mir, was heute passieren kann. Und das ist auch sehr, sehr interessant, eine Nachricht wirkt sich ja in aller Regel nicht nur auf einen Titel aus, sondern die kann ja andere Titel auch mit in Sippenhaft nehmen. Wenn beispielsweise der Dollar stärker oder schwächer wird, sieht man das auch bei den anderen Währungen, dann sieht die mit dem Dollar zusammengeknüpft sind. Man sieht es beispielsweise auch im Öl, man sieht es im Gold und man sieht es bei den Indizes, also bei den US-Indizes. Da haben wir ja auch drei Stück, die wir handeln können, den Dow, den S&P 500 und den Nasdaq. Das hängt alles miteinander zusammen. Und da kann man sehr, sehr schön auch sehen, wie wir das zum Beispiel gerade auch beim Euro und dem DAX sehen. Der Euro-Dollar und der DAX im Optimalfall läuft so, DAX rauf, Euro-Dollar runter. Da kann man ja als Händler auch gewisse Gedanken knüpfen, einfach mal zu sagen, okay, der DAX ist jetzt gut gelaufen, der Euro setzt jetzt richtig zu einem Gegenschub an. Könnte es eventuell im DAX zu einer Korrektur kommen? Und wenn wir dann in den kleineren Zeiteinheiten schauen, ja, der DAX, der kommt gerade runter, kann man daraus wieder kurzfristige Handelssituationen rausziehen, die man auch als Swing Trader nutzen kann. Wenn der einfach mal ein paar Tage korrigiert, ist das ja optimal. Darauf achte ich und das fließt halt auch in die Handelsideen mit ein. Und dann,
wird das Ganze, wie schon gesagt, aufgearbeitet im Blog, alles immer in Schriftform, bevor ich das Webinar morgens auf Tickmill auf der Webseite mache, auf der Facebook-Seite oder auch auf GoToWebinar, gibt es den Blog immer vorher zum Lesen. Also der steht da, wie ich das gezeigt habe, der ist immer vorhanden, aber er kommt immer definitiv vor dem Live-Webinar raus, damit sich jeder auch vorher schon mal damit beschäftigen kann, was es gibt, sofern er das natürlich möchte. Und das sieht dann im Endeffekt so aus, das ist mal die Blogseite von Tickmill in Übersicht, das kann man sich einfach entsprechend auch anschauen. Und dann kommt halt, wie schon gesagt, die Live-Besprechung auf Facebook, das sieht momentan visuell einfach so aus, dass wir das Ganze besprechen, schönen großen Chart, das Ganze, und hier gehen wir einfach auf interessante, aktuelle Situationen entsprechend auch mit ein, und das ist das, was ich wirklich täglich mache, hier beispielsweise, ich zeige das eben mal im Währungspaar, britischer Pfund, US-Dollar, hat übrigens heute Morgen auch wieder eine Rolle gespielt. Und hier sehen wir so einen Fall, wie ich mal gezeigt hatte, gerade eben. Wir sind hier verortet in einer starken, nach einem starken Aufwärtsschub, und hier oben kommt der Markt noch nicht so richtig wieder voran. Hier unten hat er allerdings einen Abwärtstrend gemacht, den habe ich markiert, das habe ich gezeigt. Und gleichzeitig war man hier in einem Unterstützungsbereich. Und für die kurzfristigen Trader war es interessant, was der Markt hier macht. Und da haben wir halt auch noch einige Anlauflevel nach oben hin. Das ist die kurzfristige Idee gewesen. Die mittelfristige ist natürlich die, dass wir diese Verortung hier rannehmen und sagen, okay, egal wo der Markt hinläuft, solange wir nicht über das Hoch drüber läuft, haben wir Chancen, eine Umkehr in Trendrichtung zu kriegen. Und je höher der hier läuft, je schöner ist das für uns, weil da müssen wir nicht darauf hoffen, dass wir den Trend fortsetzen, sondern wenn der hier oben irgendwo vor diesem Hoch umdreht, haben wir halt auch die Chance, wieder in Richtung des Trends zu traden. Und da müssen wir nicht eine Fortsetzung nehmen, sondern da können wir aus dem Kleinen was rausschneiden und möglicherweise bis zum aktuellen Tief an den Support ranzugehen. Und das sind so die Faktoren, die dann immer eine wichtige Rolle spielen. Und wer das Ganze dann nicht live gucken konnte, wie schon gesagt, die Sendung gibt es immer in der Aufzeichnung. Das heißt, ich zeichne das auch auf, stelle das auf Facebook und auf unserem YouTube-Kanal bereit. Und das sind die Sachen, die wir dann sozusagen haben. Das heißt, auf YouTube von Tickmill. Das Ganze ist auch immer zur Verfügung. Da gibt es eine Playlist. Na, das kann man hier nicht sehen. Also wir haben hier sozusagen eine Playlist, wo die Handelsideen, Mike Seidels Handelsideen sozusagen auch einsehbar ist. Da bleiben die Sachen gespeichert. Da kann man auch immer wieder nachschauen, was hier entsprechend zu machen ist. Und wem das gefällt, wer das regelmäßig sehen möchte, einfach der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch ein Like geben. Wie schon gesagt, das Ganze kostet nichts. Oder den YouTube-Kanal von Tickmill abonnieren. Und da bleibt man dort mit den Aufzeichnungen immer auch auf dem Laufenden. Live geht das Ganze, wie schon gesagt, über die Website von Tickmill, um das Ganze hier zu sehen. Und heute Morgen, da können wir vielleicht gleich mal auch noch eine Live-Besprechung von dem tickenden Chart machen. Heute Morgen hatten wir die Situation, ich habe natürlich in einem bisschen anderen Format, ich muss jetzt mal ganz kurz die Maus suchen, hier haben wir sie, in einem anderen Format, weil ich auf der Messe natürlich nicht so viel Equipment habe, wie ich das zu Hause an meinem Trading-Desk habe, aber wir können es trotzdem mal sehen. Schaut mal, wir haben hier nochmal den Chart vom britischen Pfund im US-Dollar. Und das ist das, was ich gerade auch gesagt hatte. Vor ein paar Tagen haben wir schon mal über dieses Währungspaar britischer Pfund US-Dollar gesprochen. Und wir sehen jetzt hier, da oben ist das Hoch der aktuellen Gegenbewegung. Hier unten ist aktuell das Tief der Gegenbewegung. Und was wir jetzt lesen können, ist Folgendes. Wenn wir hier drüber laufen, setzt sich ein Trend nach oben hin fort. Das heißt, das Korrekturausweitung in Richtung dieses Trendhochs. Solange wie wir da nicht drüber laufen, sind wir in der Korrektur. Das muss jeder Händler wissen. Und wenn wir hier drüber laufen, dann kann halt auch für die kurzfristigen Trader Price Action kommen. Einfach um nach oben zu laufen. Schaffen wir es aber nicht hier drüber, sondern laufen unter das Tief hier, bildet sich untergeordnet wieder ein kleiner Abwärtstrend, der dann in Richtung dieses Abwärtstrends läuft. Und dann haben wir die Chance, ins nächste Unterstützungslevel zu laufen. Das können wir aus den Märkten relativ gut raussuchen, um das Ganze schön zu traden. Ein ähnliches Beispiel haben wir gehabt. Jetzt muss ich nochmal die Maus wieder suchen. Beispielsweise im... So, Moment. Im Währungspaar... Ja, da ist die Maus. Im Währungspaar Euro, Schweizer Franken. Kurzen Augenblick, da muss ich mal etwas runterscrollen. Hier, da haben wir es. So, Euro-Schweizer Franken, den haben wir hier auch besprochen. Da hat man eine interessante Situation. Wir hatten hier oben einen Widerstand drinnen, an der Stelle.
Wir haben hier unten eine Unterstützung gehabt in diesem Level. Das heißt, oben der Widerstand, unten die Unterstützung. Und wir sind hier hin und her geschwankt. Und interessant bei solchen Situationen ist es immer, die Extreme zu betrachten. Das heißt, die Unterseite und die Oberseite. Und wir hatten gesprochen, als wir hier oben standen und hier oben der Abwärtstrend sich entwickelt hat, im Kleinen. Das haben wir morgens live besprochen. Und die Handelsidee hat gesagt, wenn wir hier unten drunter laufen, hier, dann setzt sich ein Abwärtstrend in Gang, der durchaus Potenzial zur Unterseite hat. Und zwar die nächste Unterstützung, die kommt. Hier ist ein Trendverlauf nach oben. Seht ihr das? Hier war das letzte Trend, eines der Trendtiefs. Und das sind ganz oft Anlaufpunkte. Und das konnte man hier oben extrem gut planen. Und ich habe nie das Wissen, dass der Trade funktioniert und ob der wirklich hier unten ankommt. Ja, das weiß ich als Händler nicht. Ich kann nur sagen, wo ich mich absichere, wo ich rein will, wo mein Setup da ist. Aber wir sehen halt, hier kam ordentlich Bewegung rein, ordentlich Schmackes. Und wie es der Zufall so wollte, wir sind hier unten reingelaufen. Und guckt euch mal an, das ist ein untergeordnetes Support-Level. Was ist passiert an dem Tag, als es hier unten reingegangen ist? Umkehr, und jetzt setzt sich das Ganze nach oben fort. Wo sind wir? Relativ weit runtergelaufen in den Bereich der Unterstützung. Heißt, jetzt können wir eine ordentliche Gegenbewegung sehen und das Ganze nach oben planen. Und das sind wirklich schöne Ansätze, die wir jeden Morgen hier bei Tickmill live auch betrachten können. Und wie schon gesagt, wer dazu Lust hat, bitte einfach die Website von Tickmill mal besuchen, die Facebook-Seite Tickmill Deutsch, einfach ein Like geben und dann können wir dort regelmäßig morgens auch in Kontakt kommen. Ich analysiere sehr, sehr gerne auch Wunschmärkte, all das, wie schon gesagt, aus dem Wissen heraus, was ich im Handel seit 1998 an den Live-Märkten auch habe. Das einfach dazu. Jo, gibt es noch Fragen? Dann sage ich mal danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Messeauftritt. Und gerne immer wieder herkommen. Wir haben regelmäßig Vorträge heute. Der Martin Gösch ist hier, der Okan Kujas ist hier, der Giovanni Civelli kommt vorbei. Ordentlich was geboten. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Live-Webinar auf Facebook.